wenn es um das Thema BRD geht und die Legitimität, die Souveränität des Staates oder das, wofür man es hält, sollte man sich besser kurz und knapp halten. Ellenlange Texte gibt es nachzulesen im Internet und hier auch auf YouTube gibt es sehr viele Filme mit unglaublich langen Texten. Seit kurzem gibt es nun das Deutsche Amt für Menschenrechte und dieses hat den großen Vorzug, über eine Gebietskörperschaft zu verfügen. Um diese Gebietskörperschaft geht es im Wesentlichen, denn eine Gebietskörperschaft braucht derjenige, der hoheitliche Rechte ausführen will, also Polizei, Gerichtsvollzieher, Gerichte und so weiter. Deshalb kann dieses Amt auch sehr gut helfen bei Angelegenheiten bezüglich der IHK, der GEZ, AGE, BG und Staatsanwaltschaft und so weiter und so fort. Denn dieses Amt kann sehr wohl nachweisen, dass diese Institutionen nicht rechtens sind. Denn es geht ja darum, was ist juristisch einwandfrei und was nicht. Und wieso kann das Amt für Menschenrechte Ausweise erstellen, die international anerkannt sind, im Gegensatz zur BRD, wo dieses eben fraglich ist. Ich bin zum Beispiel evangelisch reformiert. Als ich aus der Kirche ausgestiegen bin, musste ich mich bei einem Rentamt abmelden. Dieses Rentamt weist das Finanzamt an, was es zu tun hat und was nicht. Das Finanzamt ist kein Finanzamt, sondern eine Verwaltung. Warum das so ist, ist der Weimarer Verfassung zu entnehmen, und zwar dem Artikel 137. Danach ordnet jede Religionsgesellschaft Angelegenheiten selbst und verleiht Ämter, ohne Mitwirkung des Staates. Die BRD allerdings ist kein Staat. Die evangelisch-reformierte Kirche hat eine Gebietskörperschaft für wenige Gemeinden. Das ist eine kleine Kirche. Dennoch weist sie das Finanzamt an, was zu tun ist und was nicht. Das ist das beste Beispiel, was klar machen soll, wer hier Gebietskörperschaft hat und wer nicht. Und selbst im Grundgesetz der neuen Fassung steht drin, im Artikel 79, dass dieses Land von einer BRD-Verwaltung verwaltet wird im Auftrage der Besatzungsmächte. Die Besatzungsmächte sind Russland, England, USA, Frankreich. Und nicht nur im Grundgesetz steht das, sondern im bürgerlichen Gesetzbuch, abgekürzt BGB, steht nachzulesen, dass Deutschland weiterhin besetzt wird durch die Besatzungsmächte. Warum das so ist, ist der Haager Landkriegsordnung von 1907 zu entnehmen, wonach laut Artikel 55 der besetzende Staat lediglich Verwalter ist und sonst nichts. Diese Besatzungsstaaten haben eine Verwaltung etabliert, diese heißt BRD. Die BRD ist nicht nur eine Verwaltung, sondern sie ist auch schon mehrfach untergegangen, wie zum Beispiel 2005. Um einen Staat zu simulieren mit einer Teilsouveränität, hatte Adenauer einen Kontrakt geschlossen. Dieser ist nach 50 Jahren ausgelaufen und diese Vereinbarungen mussten im Oktober 2005 erneuert werden. Das wurde der Öffentlichkeit als Strukturreform verkauft. Und das ist definitiv eine Täuschung. Selbst in Börsenkreisen macht man sich lustig über diese BRD und man redet provokativ von West German Constitution known as Grundgesetz of Basic Law. Also man weiß, dass dieses Grundgesetz lediglich für Westdeutschland gegolten hatte und mit Sicherheit nicht auf Ostdeutschland zu übertragen war. Auf Mitteldeutschland auch nicht. Und das war deswegen so, weil 1990 mit Sicherheit kein Staat geschaffen wurde, der also die DDR und die BRD zusammenführte, wie hier zu sehen ist. Das, was man als Gebietskörperschaft bezeichnen könnte, also die Nennung der Länder, wo irgendjemand tätig ist, ein Beamter oder ein Gericht oder sonstiges, befindet sich inzwischen in der Präambel des Grundgesetzes und das ist nichts anderes als ein Vorwort. Keinerlei gesetzliche Regelung gibt es zu dem Territorium dessen, was man BRD oder Bundesrepublik Deutschland nennt. Im Artikel 23 war ursprünglich genannt, auf welchem Territorium das Grundgesetz zu gelten habe. Dieser Artikel ist durch etwas ganz anderes ersetzt worden und war 1990, zu Zeiten der Wiedervereinigung oder dem, was man Wiedervereinigung nennt, bereits gestrichen worden, ersatzlos gestrichen worden. Da stand nämlich gar nichts. Es gibt ausreichend Texte im Internet nachzulesen, diverse Quellen berichten das Gleiche, was 1990 vonstatten ging bei dem, was man als Wiedervereinigung bezeichnet. 1990 hätte eigentlich der Artikel 146 des Grundgesetzes umgesetzt werden müssen, wonach das deutsche Volk sich selbst eine Verfassung gibt in freier Wahl. Und hier kommt das nächste Problem. Wer ist Deutscher und wer nicht?
Wer nun Deutsche oder Deutscher ist, ist im Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 geregelt. In der Zwischenzeit sind einige Änderungen durchgeführt worden. Laut § 1 ist das aber immer noch durch Geburt, und zwar auf dem Territorium. Wer also auf dem Territorium des Deutschen Reiches geboren wurde, ist Deutscher oder Deutsche. 1970 wurde der Warschauer Vertrag abgeschlossen. Dieses Vertragswerk ist insgesamt anzuzweifeln, da eben 1968 die Tschechoslowakei besetzt wurde, kurz vorher eben Ungarn und so weiter. Albanien ist 1968 ausgeschieden. Das sind alles Mitgestalter an diesem Warschauer Vertrag gewesen. Wichtig für Deutschland ist allerdings die Gebietsabtretung durch die Bundesrepublik an Polen gewesen. Das ist die Oder-Neiße-Grenze. Die Westalliierten hatten das eigentlich nicht vor, wie aus ihren Vertragswerken, wie zum Beispiel der Atlantik-Charta, zu entnehmen ist. Selbst Stalin wollte ursprünglich ein gesamtes Deutschland haben als neutralen Block in der Mitte Europas. Das kam anders durch Adenauers Bestrebungen mit der Wiederbewaffnung und der Schaffung eines Weststaates und so weiter. Dann erst hatten die Sowjets das Gebiet, was ihnen da zur Verfügung stand, verwaltet. Und so kam es zu der Schaffung der Oder-Neiße-Grenze. Dem Selbstverständnis der Bundesrepublik entsprechend gibt es eine Dreiteilung der Macht. Das Parlament beschließt Gesetze, eine Veränderung der Landesgrenze bedürfte eines Gesetzes und dieses Gesetz würde eben vom Parlament verabschiedet, vom Präsidenten unterschrieben und wenn es dann irgendwelche Einwände gäbe, würde das Bundesverfassungsgericht diesen Streit eben irgendwie schlichten, nach geltenden Gesetzen. 1973 allerdings entschied ein Bundesverfassungsgericht eben, dass die Grenzen weiterhin bestehen in den Grenzen von 1937. Das heißt, dass Ostpreußen dabei ist, das heißt, dass Ostdeutschland dabei ist und so weiter. Nun, wer ist Deutscher und könnte bei der Umsetzung des Artikels 146 des Grundgesetzes eine Verfassung in freier Wahl wählen? Etwa die Polen, die dort geboren sind, und die Russen? Ja, so sieht's nämlich aus. Fakt ist allerdings, dass das, was als Bundesregierung bekannt ist, niemals befähigt war, solche Verträge abzuschließen. Alle diese Fragen sind in der Hager Landkriegsordnung bereits geregelt worden und ein besetzender Staat kann allenfalls als Verwalter eingesetzt werden, aber er kann keineswegs Gebiete abtrennen oder neu gestalten. Ein schlimmes Beispiel, was passiert, wenn eine Regelung nicht getroffen werden kann, sind die Spratly-Inseln im Pazifik, die von Vietnam als auch von China beansprucht werden. Von China sind diese Inseln oder diese Riffe, das sind ja nur Riffe, da stehen die Menschen sozusagen knietief im Wasser. Von China aus sind das 800 Kilometer, von Vietnam aus nur 300 Kilometer. Beide beanspruchen diese Inseln und 1988 wurden 72 Matrosen der vietnamesischen Marine abgeschossen von einer chinesischen Flotte. Zwei Schiffe der vietnamesischen Versorgungsflotte wurden ebenfalls versenkt. Deswegen sollte man die Hager Landkriegsordnung nicht gering schätzen. Das ist ein hohes Gut, das es zu verteidigen gibt. Alles dreht sich um die Frage, ob die BRD eine Gebietskörperschaft hat. Auf dem Territorium Deutschlands. Das hat sie nicht und deswegen ist sie nicht zuständig, zum Beispiel auch für Staatsverträge des Deutschen Reiches. Jede Menge Kuriositäten sind mit dem Missstand verbunden, wie zum Beispiel dem, dass Schweizer Bürger inzwischen den deutschen Botschafter außer Landes sehen möchten. Es geht auch so weit, dass man zum Beispiel in einem ostdeutschen Bundesland Polizeibedienstete anwirbt aus Vertragsstaaten. Wäre es nicht besser, Leute aus Deutschland in solche Positionen zu bringen? Ganz schlimm wird es bei der Frage, welchen Status haben eigentlich die Bundeswehrsoldaten insgesamt, aber auch natürlich im Ausland. Ich selbst war da bei der Bundeswehr 1981. Schon damals wurde mehrfach bei der Wehrausbildung gesagt, unser Status sei nicht astrein. In zwei verschiedenen Standorten wurde genau dasselbe gesagt, als wenn es abgesprochen wäre. Natürlich kamen Gegenfragen, ja warum denn nicht? Ja, aber wir sind ja verbündet mit denen. Gemeint war England, USA und so. Die wenigsten Leute scheinen zu wissen, was es heißt, Englands Verbündeter zu sein, wie zum Beispiel Frankreich im Zweiten Weltkrieg. Als es Frankreich am schlechtesten ging, hatten die Briten nichts Besseres vor, als die Flotte vom Mars El-Kebir zu versenken. Die französische Flotte, die verbündete Flotte. 1300 Seeleute starben. Zum Beispiel abgeschossen durch die Hood, die dann ihrem Schicksal zugeführt wurde, wenig später. Wie man seitens der Westalliierten mit den eigenen Leuten umgeht, kann man sehen an dem U-Boot-Krieg. Die haben noch nicht mal für nötig befunden, irgendeinen Fischtrawler hinterherfahren zu lassen hinter den Konvois, um die in Seenot geratenen Seeleute zu bergen. Die Opferzahl geht hier in die 100.000. Ich habe gelesen, dass nur 4.000 gerettet wurden. Noch nicht mal das hat man für die eigenen Leute gemacht. Warum sollte es einem Verbündeten besser gehen?
Es gäbe noch diverse Beispiele, auch aus der jüngeren Zeit, Georgien und so weiter, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Wenn nun diese Soldaten zum Beispiel, die Bundeswehrsoldaten, einen Ausweis mit sich führten, der sie als natürliche Person ausweisen würde, denn das ist der automatisch der Fall, wenn man einen Ausweis hat vom Deutschen Amt für Menschenrechte, dann wären diese Leute zumindest geschützt, geschützt durch die UN. Man weiß nicht, was da noch kommt. Wer sich mit der BRD identifizieren möchte, kann das natürlich auch weiterhin tun. Der bekommt auch den neuen Personalausweis. Und dieser verursacht sehr viel Kosten. Wenn man zum Beispiel ein neues Codewort ändern will oder ähnliches, das kostet jedes Mal Geld. Man muss sich dann auch nicht aufregen darüber, dass zum Beispiel ein erbärmliches Ämtergeschacher von Partei zu Partei jetzt sogar bei den Bundesverdienstkreuzen vonstatten geht. Und dann darf man sich natürlich auch nicht aufregen, wenn man unglaublich viel Geld bezahlen muss, wie diese 1,6 Billionen oder was weiß ich, wie viele Billionen Euro das inzwischen sind. Ein Deutscher hat keine Schulden. Ein BRDler hat Schulden. Und zwar bis zum Abwinken in die dritte, fünfte, sechste Generation. Inzwischen gibt es sehr, sehr viele Veröffentlichungen im Internet als auch bei YouTube bezüglich von Dienstanweisungen von Verwaltung der BRD, wie sie sich verhalten sollen bei der Frage, ob die BRD souverän ist, ja oder nein. Hier werden tatsächlich Angestellte dazu angehalten, Lügen zu verbreiten. Es geht sogar so weit, dass im Grundgesetz der neuen Fassung im Artikel 143 geregelt wird, wie man das Volkseigentum gewinnbringend versteigern kann, wie zum Beispiel die Bahn. Ich wüsste nicht, dass die Mafia, die Cosa Nostra oder das Medellin-Kartell so viel kriminelle Energie aufbringen kann. Die BRD kann's. In diesem ganzen Wirrwarr, den die Alliierten mit ihrer Gesetzgebung hinterlassen haben, beziehungsweise was die BRD selbst produziert hat, besteht nun gerade für das deutsche Volk die Möglichkeit, den ganzen EU-Wahnsinn zu stoppen. Was der EU-Wahnsinn ist, lässt sich dem Spruch Jean-Claude Juncker entnehmen. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Das ist der EU-Wahnsinn. Das ist genau das, was auch den Europäern jetzt widerfährt, was Deutschland schon die ganze Zeit passiert, nämlich der Ausverkauf des Landes und das Abschneiden der Menschenrechte. Der Chef vom MAD, Komossa, hatte ein Buch geschrieben mit dem Titel Deutschlandkarte. Hier sind einige Auszüge. Dieses Buch ist hier im Lande verboten. In diesem Buch wird eben die Kanzlerakte beschrieben und demnach wird Deutschland weiterhin noch bis 2099 bevormundet und das Medienrecht drastisch zugunsten der Alliierten ausgelegt, was nichts anderes ist als Bevormundung. Man weiß nicht, wie viele Leute Bescheid wissen über den Zustand der BRD und Deutschland. Fakt ist, dass ich nur bei Goldreportern nachlesen muss oder bei MM News, um auf Leserbriefe zu stoßen, aus denen ich einiges entnehmen und erlernen kann. Scheinbar gibt es doch sehr viele Menschen, die über diesen Zustand Bescheid wissen. Dass immer noch das Volk entscheidet, werden wir sehen in Belgien. Dieses Land scheint sich aufzulösen und es wird eben von der jeweiligen Bevölkerung abhängen, welcher Teil zu welchem anderen Land gehören wird zukünftig oder ob es tatsächlich eine Eigenstaatlichkeit dort geben wird. Sollte es denn zu einer Eigenstaatlichkeit kommen, wird natürlich erforderlich, dass das Volk in freier Wahl eine eigene Verfassung beschließt. Das, was uns vorenthalten wird. Es geht also um das Volk und nur das Volk entscheidet und sonst niemand. Bis hierhin erstmal, gehabt euch wohl und alles Gute.